So, ICE3M. Erstmal hier aufräumen. So. Zug Das ist B1. der neue Bahnhof, den wir gerade stehen. Und ich habe irgendwie. Ja, okay, ich hatte irgendwie mehr FPS. Ja, gut, hier habe ich 56, 60. Hier habe ich. 40 vielleicht, nein. 35. Ich wollte mir eine neue Grafikkarte holen, aber es gibt sie einfach nicht. Okay, cool. So, Türen auf. Haben wir zufällig. Irgendwas anderes? Bestimmt nicht, ne? Was sagen wir mal? Brüssel, keine Ahnung. Ich glaube, es gibt eine Zugverbindung bis nach Frankfurt am Main sogar. Von hier. Also machen wir mal Frankfurt am Main rein. Und ja. Wir fahren dann kurz ein Stück 140 km/h und danach ist eigentlich 320. Wir können bis 350 fahren. Wäre eigentlich sicher, ne? Wie ich jetzt behaupten. Ich meine, ich bin ja schon mal mit, wie viel kmh waren es? 270 oder 370? Kein Plan. Kurve gefahren. Und das haben wir auch überlebt, ne? So. Wir halten uns jetzt aber fürs erste Mal an die Geschwindigkeitsbeschränkung. Dauert ja nicht lange. Haben wir nur 8 Wagen. Da hinten sehen wir noch den modernen Bahnhof. Hier läuft echt alles flüssig. Wo geht's da eigentlich? Jungs waren okay. Votre attention, s'il vous plaît. Nous informons les passagers que pour votre sécurité, cette gare Ah ja. dispose d'un système de vidéosurveillance. Okay, das geht nicht. Aber wie gesagt, ach. Ja, es gibt so einen kleinen Unterschied zu echten Stationen, bei denen echt ein bisschen moderner aussieht. Hier. Ich würde es gerne einen Vergleich zeigen. Kann ich das? Ich glaube nicht. Aber ja, ihr könnt ja gerne mal selbst das vergleichen. Einfach mal auf Google Maps die Bilder anschauen und euch mal einen eigenen Eindruck machen, wenn ihr wollt. Ich finde es wirklich sehr gut und auch sehr schön, dass die endlich mal eine Strecke nehmen, die nicht die ganze Zeit in Deutschland, in den USA oder in Großbritannien ist, beziehungsweise England. Weil, naja, ich will auch mal was anderes haben. Guck mal, es ist eine Strecke in Frankreich und ich weiß, die haben eine in, wie heißt es nochmal, Kanada, glaube ich. Oak Division irgendwas. Aber es wird auch mal langsam Zeit, auch andere Länder in Betracht zu ziehen. Und ich muss sagen, mit diesem DLC sind die auf jeden Fall einen Schritt in die richtige Richtung gegangen. Hier müssen wir eigentlich auch gleich die 140 fahren dürfen. Weil ich mal verstehen würde, wo die Geschwindigkeitsbeschränkung steht, könnte ich mich auch an diese halten. Hier wieder bremsen. Ah, jetzt auf einmal. Na dann. So, hier können wir auch mal die AFB reinquetschen. 140. So. AFB. Ja, was du nicht sagst. Dann fahren wir auch das gleich das erste Mal offiziell.
320 mit dem ICE. Also so, dass es erlaubt ist. Und auch sicher. Das dann schon fast direkt hinter dem Tunnel sein sollte. Ich würde es interessant finden, wie man ICE fahren zu sehen. Das würde ja auch ein bisschen Sinn machen mit dem ICE 3M, ne? Ich weiß aber nicht genau, welche Stromsysteme der kann. Beziehungsweise welche Stromsysteme hier sind. Hier ist ja LGW und dieses KV und das andere, was gar nicht da ist. AV, ne? Und ja. Das wäre mal interessant, hier ein ICE fahren zu sehen. So. Hier links ist eine Strecke oder ein Depot? Ein Depot, okay. Hier kommt erstmal ein kurzer Tunnel und dann sind wir gleich im großen Tunnel. Ich muss sagen, das sieht viel besser aus bei Tag. Scheiße. Kepler. Danke. Das werden wir gleich brauchen. Und so. High Beams. Gut. Und links. Kann ich das? Aha, Logitka. Aber das funktioniert nicht wirklich, oder? Nee, leider nicht. Schade. Aber man sieht ja zumindest. Ah, SNCF für 20 Jahre. Der würde sowas wahrscheinlich schon schaffen. Aber wir fahren ja gerade sowieso mit Off the Rails, also juckt es uns eigentlich fast gar nicht. Du kannst zumindest die AFB ein bisschen erhöhen. SPP, SSN, CB, SMCB, SMCF. Ich frag mich gerade, was der Unterschied zwischen SNCF und SNCB ist. Ist das irgendwie einfach nur so lokal und das ist so mit den Schnellzügen? Es geht um den. Oha, okay. Interessant, aber funktioniert das richtig in-game mit den Wechseln? Also. Würde das dann auf der Strecke funktionieren? Weil mit Off the Rails hat man ja einfach so Strom, da kann man ja auch einfach ausschalten, ne? Man kann auch auf nicht elektrifizierten Strecken fahren. Naja, hier gibt es ein paar Lichtbugs, glaube ich. Wir können mal kurz anschauen, was mich interessiert. Ja. Interessant. Steht also alles da. Ich finde es hier cool, dass übrigens die so eine Erhöhung eingebaut haben. Mal so. Jetzt ist das nicht weg. So eine Erhöhung eingebaut haben. Dass man wirklich immer sieht, was er da vorne macht und vielleicht auch die Strecke ein bisschen sieht. Haben wir irgendwo Fahrgastbeleuchtung eigentlich? Fahrgastraumbeleuchtung? Weiß ich davon? Anscheinend nicht. Können wir aber später mal ausprobieren. Ah, SNCB ist Belgien. Ah. Dann bei den Zahlen wechseln. Okay. Ja, können wir mal ausprobieren, wenn wir dann bei Avion stehen. Muss ich nur noch dran erinnern. Oder ich sollte einfach mal auf den Chat schauen.
Ah, kann man das nicht hier wechseln? Leuchtturm 1. Wie? Leuchtturm 1. Ja, da sollten wir jetzt aber langsam mal 300. Ja, können wir eigentlich. Und 300. Okay, genau 300. 320 dann ein bisschen später. Aber jetzt können wir mal richtig schön durch Aix-en-Provence durchrattern. Leuchtturm 1. Nein. Wie? Nee. Leuchtturm 1. Nein, nicht. Geht nicht, kann das sein? Ich habe das nie wirklich benutzt. Naja. Oh, Aix-en-Provence. Oh Mann, das war schnell. Na dann. Also endlich kann man so ein ICE richtig ausreizen, ne? Nicht nur so 250 oder 230 oder 300, sondern richtig mal schön 320 km/h. Guck mal hier, 3 Promille den Berg runter. Volle Power. Das ist doch schön. Das alles, weil, ja okay, nicht so viel FPS, wie ich es mir gerne gewünscht hätte. Aber vielleicht verbessert sich das ja bald. Ich muss unbedingt Reshade installieren. Ach ja, Beleuchtung 1, lass es so. Ich mach mal die AFB aus. Vollgas, scheiß drauf. Ah, hier so ins Tal und dann wieder nach oben. Das Licht ist an. Okay. Okay. Und dann 3,5 wieder den Berg hoch. Schon echt interessant, so hier lang zu fliegen. Macht echt Spaß. Jetzt wieder 2,3 so. Hier runter zu fahren. Echt schön. Sowas wollte ich einfach mal machen. So. Sowas wollte ich immer mal gerne machen. Trains and Birds. Und endlich ist es da. Ich muss aber meine IE-Datei wieder verändern, damit ich wieder weiter sehen kann, damit das einfach schön aussieht. Und Reshade, das wird bestimmt richtig schön aussehen. Muss ich unbedingt mal machen. Echt schön, ja, aber so schnell lang zu fahren. Man ist auch nicht so hoch wie beim TGV, das sieht man mir von der Strecke einfach. Was ich auch sehr schön finde. Das geht jetzt hier ab, ey. Wollen wir einfach mal schneller und schneller werden? Oder wollen wir uns an 300? Ich glaube nicht, dass wir uns 300, uns an 300 km/h halten wollen. Wir fahren mal Highspeed. Ah, da kommt der andere TGV. Hi! Und weg. Das waren jetzt mindestens 600 km/h. Und
insgesamt. Und ja, bitte. Er geht rein, weiß ich, die Geschwindigkeit, okay. Klingt hier sonst gar nicht. Okay. Eieiei. Aber wie schnell kann ein ICE fahren? So maximal. Auf so einer Strecke. Das können wir erreichen, wenn es die ganze Zeit runtergeht. Wir müssen einfach den TGV überholen. Wir müssen jetzt den Rekord brechen. 500 km/h oder so, oder? Langsam verstehe ich, wie die diesen Rekord aufbauen können. Das geht echt flott. Leider weiß ich halt später wahrscheinlich nicht, wann ich bremsen soll. Deswegen muss ich einfach mal auf dem Weg bremsen. Eieiei. 366. Jetzt geht's wieder berghoch. Dafür geht's später bestimmt wieder bergunter. Ah, das ist schon sauschnell. Das hier ist der richtige Eisweg. Vom Weg. Strecke in München-Augsburg von wegen Schnellfahrtstrecke Anführungszeichen Köln-Aachen. Das hier ist eine Schnellfahrtstrecke. Und wir sind nur 20 km/h über den Speed Limit, das später noch kommt. Also nicht jetzt. Jetzt sind es eigentlich noch 300. Und jetzt mit 3,2 Promille wieder runter. Also, es ist einfach eine Achterbahnfahrt. Richtig nice. Hier unten irgendwie so. Ach, ich hab's sogar mal einen. Warte, die Webstep. Wir haben sich sogar daran gehalten, wo die Felder sind. So, ich hab mir die Stelle da gerade im Webstep ein bisschen genauer angeschaut. Und das sieht echt sehr ähnlich aus. Muss ich später mal genauer anschauen. Also, sie geben sich echt Mühe. Ja, bloß wenn man sich jetzt nicht so. Hier und da, eine Autobahn, die letzte Straße, und sonst die Strecke. Naja, nur halt die Oberleitung und die Strecke an sich. Also, viele, also besonders viele Details mit Bahnhöfen bist du jetzt halt nicht. Wenn es jetzt nur drei insgesamt gibt. Da irgendwie ein Limit. Also, 500 schaffen bin ich nicht beeindruckt, aber ich vermute mal sehr stark, dass wir das nicht schaffen werden, auch wenn es hier von oben nach unten geht, meistens durch zumindest. Schaffen wir auch.
Frage ist, wann müssen wir bremsen bei 372 km/h? Wir sind ja schon fast so schnell wie der Transrapid, oder? Kann das sein? Wie schnell fährt der 400? Ich denke schon, oder? Ja, der ist 400 bestimmt so ein bisschen, oder? Hallo, Dev. So, schneller als 372 geht's anscheinend nicht. Es sei denn, wir kommen gleich wieder in so eine Art Gefälle. Kann ich wieder mal versuchen, auch wirklich eine Art Rekord aufzustellen. Dann bleibt das sowas. Das machbar, leider. Naja. Ich weiß gar nicht, wann wir bremsen müssen. Ich glaube, bei 10 Kilometer müssen wir eine Vollbremsung machen. Wir nur mal sind, dass wir überhaupt irgendwie zum Stehen kommen, habe ich so das Gefühl. Ich weiß es halt nicht. Hatte ich noch nie. Wie diese Berge hier für den Job. Komisch. Aber echt. Hier sind wir jetzt einfach durch den Tunnel. Das ist mega schnell. Machen wir mal eine Vollbremse. Wohl 10 Kilometer braucht er jetzt auch nicht, oder? Ja, schupft gerade ein bisschen. Ja, okay, 5 Kilometer hätte er vielleicht gebraucht bei der Geschwindigkeit, oder? Ja, ja. Mache ich dann noch. Ja, okay, die Notbremse ist echt stark. So. Das war dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Ich hatte nicht gedacht, dass die Bremsen so gut sind. Ich hatte immer gedacht, der bräuchte so... Ja, also ich glaube bei 200 km braucht er auch schon so mindestens 2 Kilometer. Also mindestens, oder? Was meint ihr? Wir fahren den Teil jetzt noch einfach. Also ich glaube, hier sind glaube ich noch... wie viel km erlaubt? 300. Ne, 230. Entschuldigung, was? Nein. Ja, doch, das sollten 300 sein. Ne? Kann man eigentlich. Ich will es eigentlich am besten nicht ausprobieren, aber. Da steht nichts. Okay. Wollen es nur mal ausprobieren. Ja, okay, wir brauchen keine 2 Kilometer bei 200 km/h, schade. Ich
frage mich aber, ob das realistisch ist. So, herzlich willkommen, Avignon. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Vielen Dank, dass Sie mit der Deutschen Bahn gefahren sind. Und achten Sie bitte am Bahnsteig darauf, dass Sie einen Mund- und Nasenschutz tragen. Na, eigentlich müsste man den schon die ganze Zeit tragen. Hier rechts übrigens, die Zergleise sind dafür. Also für die Züge, die dann zum Hauptbahnhof von Avignon fahren, weil das ist hier nur Avignon TGV, das ist hier nur für die Schnellfahrtstrecke. So, dann machen wir mal den Stromabnehmer. Wo ist er nochmal? Hier. Nach unten. Moment, da krümpelt. Okay. SNCF 25 LGB. Funktioniert das? Ja, das tut es. Aber ich glaube, es wird auch ohne funktionieren. Interessant. Da kann man auch mal wirklich benutzen. Kurze Frage. Okay, ohne das geht es nicht. Oder wir jetzt das anderes einstellen. Bist du ja mit DB P 15 kV gefahren? Können wir das hier einstellen, um zu schauen. Nicht. Na dann, Türen auf. Türen geöffnet. Interessant auf jeden Fall. Ja, die Beleuchtung geht irgendwie immer noch nicht. Von wegen an. Ja. Ja, okay, da. Der Höhenunterschied hier ist nicht so optimal, aber ich mache hier hinten noch kurz Pling und schaue mir das Ding noch ein bisschen an. Ich wette, man kann hier nicht nach unten. Oh, doch kann man. Ja, okay, das ist nur so ein Tunnel auf die andere Seite, ne? Pling. Ja, okay, das dauert bestimmt nicht lange, bis man all die Dinger hier hat, wenn es so drei Haltestellen gibt. Das sind Bahnhöfe. Hier geht es auch nicht rein. Richtig billige Grafik. Nein. Ich hätte auch nicht erwartet, dass sie das Ding hier extra irgendwie machen. Das hat ja nichts wirklich mit der Strecke zu tun. Hier kommt nichts. Unser Zug steht da wahrscheinlich auch nicht. Dann ist auch nichts. Das gleiche ist TGV 1. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal den TGV. Ah, hier ist noch eins. Aha, habe ich dich doch gefunden. Hier ist noch was. Und hinten noch kurz vielleicht. Wir machen jetzt gleich den TGV an. In Rot und fahren dann auf der SKA. Wie gesagt, hier hinten, die drei Gleise führen dann, Pling und Pling, führen dann zum Hauptbahnhof. Und wahrscheinlich noch ein paar Haltestellen unterwegs. Kann man sich hier hinsetzen? Man kann nicht mehr rein, ne? Schade. Ah, da hinten. Und da hinten. Die mussten das Ding ja komplett vollklatschen. Mussten ja zwei Stück davon platzieren auf drei Bahnhöfen. Ist ja nicht mehr normal. Naja, okay. Bevor ich es jetzt noch 20 Mal sage und nicht mache, mache ich es jetzt einfach. Main Menü.